Hallo zusammen. So, wir sind in der Halloween-Woche und ich habe ein bisschen was bei Instagram geshoppt. Oh Gott. Ja. Und zwar ein paar Schiffchen und Coverminder. Und die wollte ich euch jetzt zeigen. Und einiges davon werde ich auch verlosen. Ja. Und zwar habe ich geshoppt bei der lieben. Sie hieß vor kurzem noch Happy Drills, jetzt heißt sie Sparkling Cute. Leider hat sie aber ihren Instagram-Account geschlossen, wird aber die Schiffchen weiterhin demnächst auf ihrem Etsy-Shop anbieten, den ich euch natürlich unten verlinke. So, was habe ich mir denn da geordert? Eine ganze, ganze Menge, weil ich eben auch für euch geordert habe, wollte das eigentlich jetzt über die 4 Wochen verlosen. Hat alles ein bisschen länger gedauert, war auch meine Schuld. Und darum gibt es das jetzt alles diese Woche. Haha. Als allererstes habe ich, und da bin ich überhaupt auf die Idee gekommen, mir ein Schiffchen machen lassen mit einem Bild meiner Wahl. Ihr könnt ihr nämlich ein Bild schicken, zum Beispiel einen Sticker von die bei den Diamond Art Club Bildern dabei sind. Und dann macht sie euch das hier unten ins Schiffchen rein. Und ich habe hier das Stickmuster von meinem Cross-Stitch-Projekt für Drills and Shirts. Drinnen rein, ne? Schön und schwarz, ist ein süßes kleines Schiffchen. Hier unten hat sie das so marmoriert gemacht, das finde ich super cool. Ja, also ein ganz personalisiertes Schiffchen, was ich super, super cool finde. Creepy Crafter, ich liebe auch das Stickmuster. Total. Dann als nächstes kommen wir mal. Was nehmen wir denn als nächstes? Oh ja, nehmen wir mal eine ganz andere Form. Und zwar diese beiden süßen Kätzchen mit dem Kürbis. Herzförmchen fand ich so, so cute. Habe ich bei ihr in einem Post gesehen und gebeten, dass sie mir solche macht. Die sind super, super süß. Finde ich tot, 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 total goldig. Ja, einmal mit Glitzer und einmal ohne. Die werde ich. Ich zeige euch nachher, was ich verlose. So, jetzt kommen 4 Schiffchen, die sogar im Dunkeln leuchten. Und zwar einmal dieses hier. Mit ganz viel Glitzer und der Spinne und den Spinnenweben hier drin. Das finde ich super, super goldig. Also, das liebe ich. Das mit dem hier, den Glitzern drin. Die Rillen sind super. Ich habe es auch schon probiert. Die sind super. Da ist alles auch glatt. Soweit ich das mich jetzt richtig erinnere, gießt sie die aus Harz. Ja, also die sind gegossen. Das ist nicht kein 3D-Druck. Man sieht es hier ein bisschen, ne, was halt beim Gießen so passiert. Aber das macht dem Schiffchen gar nichts. Das habe ich auch noch nie gesehen, aus Harz gegossene Schiffchen. Ich kenne immer nur die aus dem 3D-Drucker. Das hat hier vorne keinen Schnabel. Macht mir aber bei meinem aktuellen Projekt nichts. Bei meinem Pick Your Poison, da ich da direkt aus den Tütchen painte. Und die Tütchen sind sehr groß. Und da geht das super mit dem Auskippen. Wenn ihr jetzt tatsächlich so kleine TikTok-Dosen habt, dann braucht ihr wahrscheinlich einen Trichter. Ne? Aber super cute. Und das Grün hier und ich meine auch hier oben, was leuchtet im Dunkeln? Dann, mal hier, also auch sehr Halloweenisch, habe ich mir hier Kürbisse. Also ich habe hier freie Wahl gelassen bei denen, die jetzt hier kommen. Also Spinne, Kürbisse und sowas. Das, was jetzt kommt, da habe ich ihr freie Wahl gelassen und ich finde, sie hat das ganz, ganz toll gemacht. Das Gelb leuchtet, also auch hier oben, dann so stückchenweise im Dunkeln. Und mit dem Halloween-Kürbis hier unten, ganz, ganz toll. Auch das ein ganz tolles Schiffchen. Ich finde das auch nicht zu viel Glitzer, also ich mag's. Und jetzt kommt Hokuspokus. Häxchen, die finde ich auch super. Vor allem er hier ist mega süß. Und die Hexe hier, die hier so hoch reitet auf ihrem Besen, ne? Und die ganzen kleinen schwarzen Hexen. Und auch hier leuchtet das Gelbe, meine ich. Also auch das leuchtet im Dunkeln. Ja, auch das ein super schönes Schiffchen.
Na, ich schaue euch mal hier hin. Und dann eins, das ich mag Pink zwar eigentlich nicht so, aber das hier finde ich mega, weil hier das Schloss, die Katze und hier beim Schloss noch die kleinen Fledermäuse drin sind, sodass es so aussieht, als wenn die so vom Schloss wegfliegen, die Fledermäuse. Und auch da leuchtet das Pinkene im Dunkeln. Also das mag ich ganz besonders gerne. Das habe ich auch schon ausprobiert. Und das mag ich sehr, sehr gerne. Dann konnte ich nicht an mich halten. Wie gesagt, also ich voll die Massenbestellung hier. Darum hat es auch ein bisschen länger gedauert, weil sie die halt alle per Hand gießt. Man muss dann natürlich warten, bis es ausgehärtet ist und so weiter. Das dauert immer ein bisschen, wenn man so viel bestellt wie ich. Und zwar habe ich hier ein paar Coverminder. Einmal diesen hier. Ich finde die super cool. Hier. Und dann kann man durchgreifen. Und mit einem Magnet. Ich muss gleich nochmal gucken, welche im Dunkeln leuchten. Ich glaube, der hier leuchtet im Dunkeln. Ja, der leuchtet im Dunkeln, meine ich. Und dann dieser hier, der leuchtet auch im Dunkeln. Den finde ich auch super lustig. Die sind auch nicht so schwer. Die sind zwar ziemlich dick, ne, aber nicht schwer. Dann dieser Kollege hier. Also die zwei leuchten im Dunkeln. Der hier glaube ich nicht. Dieser Kollege hier. Er hat sich ein bisschen verkleidet mit Totenköpfen auf ihm drauf. Ja, und das hier. Seht ihr? Ups. Sind Magnete. Und dann noch der hier. Ich mag das mit den Spinnenweben. Das finde ich ziemlich cool. Und da ist auch alles glatt, ne? Also, weil, wie gesagt, die sind ja gegossen. Und der Freund hier. Ich glaube, die drei leuchten im Dunkeln. Ich bin mir jetzt gerade nicht ganz so sicher. Wir können es aber mal ausprobieren. Genügt es jetzt? Schauen wir mal. Ja, doch. Bei ihm sehen wir es jetzt. Bei ihm sehen wir es. Doch, bei ihm können wir es auch sehen, ne? Ich jetzt hier noch so ein bisschen. Ja? So mache. Er hier. Na. So sehen wir es. Das leuchtet. Und ja, also bei den Coverminern sehen wir es jetzt gerade nicht so gut. Aber es sind die drei. Doch, bei ihm sehen wir es jetzt. Ja. Sind die drei, die im Dunkeln leuchten. Und bei den Schiffchen seht ihr es aber jetzt besonders gut. Ne? Das leuchtet so im Gesamten, so hier unten das. Das finde ich mega mit diesem, auch hier beim Rand. Das finde ich ziemlich cool. Und hier, ne, leuchtet auch. Genau, machen wir es mal wieder heller. So, also das ist mein großer Haul gewesen. Wie gesagt, im Moment hat sie leider Probleme mit ihrem Instagram gehabt und hat den erstmal geschlossen. Ich verlinke euch aber den Etsy-Shop und sie hat mir gesagt, dass da auch bald es wieder Dinge von ihr geben wird. Hoffe ich zumindest, weil ich finde es super. Ich finde es echt toll. Und jetzt kommen wir noch dazu, dass kein Mensch so viel Schiffchen braucht. Also, pass auf. Ich meine, der ist ja eh für mich gemacht und das hier ist auch ein Design von The Witchy Crafter, also urheberrechtlich geschützt, das behalte ich. Also ich habe das Design gekauft, also darf ich es auch hier nochmal verarbeiten, kein Problem. Aber das ist auf jeden Fall meiner. Dann behalte ich auf jeden Fall den hier. Ich finde den einfach toll. Auch wenn rosa nicht so meine Farbe ist. Und die kleine Spinne werde ich behalten, weil ich sie einfach süß finde. Das reicht aber auch.
Die Coverminder sind super, da ich aber sehr in der Schräge arbeite. Also ich arbeite sehr schräg. Eignen sie sich nicht für mich, weil sie einfach schwer sind und runterrutschen. Ich finde sie aber super süß und bin echt überlegen, ob ich den hier doch behalte und in den Kühlschrank pinne. Was ich also auf jeden Fall jetzt verlosen werde, sind diese beiden. Diese beiden. Und auf jeden Fall diese Coverminder. Ja, ich tue mal den Rest weg. So, also das hier geht in die Verlosung diese Woche. Und zwar wird die Verlosung da auch noch Bienchenwachs enthalten von der lieben Heidi. Das heißt, gut aufgepasst, am Mittwoch gibt es ein Whip and Chat oder Mystery Zeit, wahrscheinlich so eine Mischung daraus. Und darin werde ich dann Pakete verlosen. Ja, also, was weiß ich. Nee, das passt besser. So. So. Ne? So. So. Und da dann jeweils noch ein Wachs zu. Na, vielleicht schenke ich die noch meiner Nachbarin. Nur mit dem mal weg. So, also, die Sets wird es geben plus Bienchenwachs von der Heidi. Und zwar diese Woche in meinen Videos. Auf jeden Fall im Whip and Chat wird es eins geben und vielleicht verteile ich es auch noch auf andere Videos. Also, aufgepasst und diese Woche reinschauen, wenn ich ein Video hochlade, damit ihr keins verpasst. Am besten folgen und Glöckchen aktivieren. Das hilft enorm. Und dann werde ich die hier entsprechend verlosen. Und ja, einfach als kleines Dankeschön. Und weil kein Mensch so viele Schiffchen braucht. Aber ihr könnt vielleicht welche gebrauchen. Also meine Lieben, wenn ihr da Lust drauf habt, ne, diese Woche aufpassen. Ich habe aber noch was. Und zwar hat die Liebe mir noch was mit reingepackt, was ich euch zeigen muss. Als Dankeschön für diese sehr große Bestellung hat sie mir einmal eine Einhornpupskerze mit reingepackt. Die riecht lecker. Die riecht fruchtig, aber auch süß. Die riecht wie so ein Beerengutzel, würde ich jetzt mal behaupten. Genau, super süß. Und Gutzel, oh, kriegst du mich ja mit, ne? Und total süß, einen Coverminder, der aussieht wie die, ne, wie die Herzschiffchen. Auch super süß. Den werde ich natürlich behalten. Aber ein Geschenk, Geschenke verlost man nicht. So, und dann hat sie mir noch was geschenkt, was sie nicht verkauft, sondern eigentlich nur für sich selber macht. Und zwar diesen Stift. Auch der ist eben gegossen. Und das merkt man hier dran. Hier ist das ein bisschen, ne, wo es aufliegt. Ist aber auch ganz gut, weil der dadurch eben nicht so schnell wegrollt. Das ist ein ziemlich dicker Stift. Ich muss mal gucken, ob ich damit painten kann. Der ist ziemlich dick. Aber da schauen wir mal. Ich finde ihn auf jeden Fall super, super cute und super schön bunt. Da habe ich mich sehr, sehr drüber gefreut. Ja, also Dankeschön nochmal für diese lieben Geschenke. Und ihr, Augen auf, wenn ihr eins dieser Sets plus jeweils eben Bienchenwachs von der Heidi gewinnen wollt. Bis dahin, wir sehen und hören uns in meinem nächsten Video. Passt bitte super gut auf euch auf. Bleibt immer schön kreativ und vor allen Dingen super entspannt. Bis dahin, see ya!